Auf dem iPhone-Event 2020 hat Apple unter anderem die neue iPhone 12er Reihe vorgestellt, aber auch einen neuen HomePod Mini, und ich möchte gerne in diesem Video mal alle wichtigen Fakten für euch kurz und knapp zusammenfassen. Sollten euch derart aktuelle Videos rund um Apple interessieren, dann würde es mich sehr freuen, wenn ihr jetzt einfach und unkompliziert ein Abo dalasst, und wir schauen uns jetzt einmal die iPhone 12 Generation, aber auch natürlich den HomePod Mini und weitere spannende Sachen rund um das Apple-Event etwas genauer an, und dabei wünsche ich euch wie immer viel Spaß. Beginnen wir mit dem HomePod Mini, denn dieser war ja schon seit Wochen im Gespräch und wurde auch kurz vor dem Event noch geleakt. Und zwar haben wir hier im Grunde genommen so einen kleinen Ball mit einer Touch-Oberfläche obendrauf in der Farbe Space Grau und Weiß. Und das ganze Modell ist natürlich viel kleiner als sein großer Bruder, der normale HomePod. Verbaut wurde im HomePod Mini der Apple S5 Chip, der eben für eine intelligente Audioausgabe sorgt. Das heißt, der Raum wird sozusagen gescannt und automatisiert wird dann eben der Klang angepasst, und als Sprachassistent ist natürlich Siri vertreten. Im Grunde genommen kann der kleine HomePod all das, was der größere Bruder auch kann. Er kann natürlich auch im Smart Home eingebunden werden, und durch ein neues Feature, was Apple Intercom genannt hat, kann man auch ganz einfach über verschiedene iOS-Geräte Nachrichten versenden und kann zum Beispiel in der Küche sagen, dass über einen anderen HomePod eine Nachricht ausgegeben werden soll, wie zum Beispiel Essen ist fertig. Und das Ganze funktioniert übrigens nicht nur über HomePods, sondern auch über das iPhone, über die AirPods, über Apple CarPlay und alle anderen iOS-Geräte auch. Das heißt, es ist eigentlich ziemlich praktisch, dass diese ganzen Geräte jetzt untereinander kommunizieren können. Verfügbar ist der HomePod Mini übrigens schon ab $99, also auf jeden Fall ein ziemlich fairer Einstiegspreis, und vorbestellen könnt ihr eben ab dem 6. November. Verfügbar ist er dann für alle ab dem 16. November. Machen wir weiter mit den iPhones und beginnen mit dem iPhone 12. Und ähnlich wie es eigentlich schon seit Monaten und Wochen geleakt wurde, sieht das iPhone 12 im Grunde genommen auch aus, denn wir haben das neue kantige Design. Wir haben insgesamt 5 verschiedene Farben, darunter Blau, Product Red, wir haben ein Grün und wir haben eine schwarze und eine weiße Variante und natürlich ein Aluminium Unibody Gehäuse. Das iPhone 12 unterstützt 5G und besitzt den Apple A14 Bionic Prozessor, der auch schon im iPad Air der 4. Generation vertreten ist und ist damit im Endeffekt absolut High-End, was Leistung angeht und auch was Netzwerktechnologie angeht. Verbaut wurde im iPhone 12 ein 6,1 Zoll großes OLED-Panel mit dünneren Display-Rändern. Insgesamt wurde das iPhone ein bisschen dünner, es wurde ein bisschen schmaler und auch etwas leichter, und im Vergleich zu einem iPhone 11 oder iPhone 10R ist es eben nicht mehr in Anführungsstrichen so klobig, sondern mehr wie die aktuellen iPhone 11 oder iPhone 10S Geräte. Insgesamt ist es eben ein bisschen schmaler geworden, und sehr schön ist, dass Apple auch die aktuellste Display-Technologie in diesem iPhone verbaut, die sie eben anbietet, nämlich ein Super Retina XDR Display. Dieses Display wird zusätzlich von einer neuen Glastechnologie geschützt, nämlich von einem Keramikglas, wie Apple das Ganze nennt. Und dieses sorgt eben dafür, dass das iPhone insgesamt stabiler ist, dass das Glas nicht mehr so schnell bricht und natürlich auch nicht mehr so schnell zerkratzt. Da können wir auf jeden Fall auf verschiedene Tests gespannt sein, wie gut das dann am Ende wirklich im Alltag ist. Kameras wurden übrigens insgesamt 2 Stück verbaut. Wir haben einmal eine normale 12-Megapixel-Kamera und auch eine Ultrawide, ebenfalls 12-Megapixel-Kamera. Und wie wir das aus den letzten Jahren, denke ich, kennen, wird das iPhone 12 auf jeden Fall sehr gute Fotos machen können. Ein wirklich ziemlich cooles Feature, was Apple vorgestellt hat für das iPhone 12, ist MagSafe für das iPhone, und das Ganze sind im Grunde genommen mehrere Magnete, die integriert sind in die Wireless Charging Spule direkt unter das Gehäuse, und damit können dann zum Beispiel die Geräte geladen werden. Es können aber auch verschiedene Zubehörteile wie Cases oder auch so ein Cardholder, den Apple vorgestellt hat, damit verbunden werden, und so kann man dann zum Beispiel seine Karte auf der Rückseite an das iPhone einstecken über dieses Zubehör, oder wie gesagt, man kann das iPhone laden, und Apple hat auch zusätzlich noch so einen Dual Charger vorgestellt für das iPhone und die Apple Watch. Auf jeden Fall bietet das Ganze ziemlich viele Möglichkeiten auch für Drittanbieter, die dann eben dafür Zubehör herstellen können. Wie bereits vermutet, hat Apple auch ein kleineres iPhone 12, nämlich ein iPhone 12 Mini vorgestellt, und dieses hat 5,4 Zoll und ist damit insgesamt zwar von der Displaygröße größer als ein iPhone SE mit 4,7 Zoll, aber
aber das komplette Gehäuse ist eben schmaler und kleiner als ein iPhone SE. Dadurch ist das Gerät sehr kompakt, bietet aber die gleichen Funktionen, die auch ein iPhone 12 bietet, also im Grunde genommen wirklich nur eine kleinere Variante. Und das ist auf jeden Fall eine ziemlich coole Sache, wenn man eben ein kleineres Smartphone nutzen möchte mit genau diesen Funktionen und einer kompakteren Bauweise. Insgesamt bekommen wir beim iPhone 12 auf jeden Fall ein sehr solides Gesamtpaket meiner Meinung nach. Wir haben neues Design, wir haben etwas dünnere Displayränder, der Apple A14 Prozessor ist verbaut, wir haben 5G, also insgesamt auf jeden Fall ein sehr solides Update und mit Sicherheit für sehr viele auch wirklich empfehlenswert. Preislich startet das iPhone 12 Mini übrigens ab $699 und das iPhone 12 ab $799 und ich denke, das ist auf jeden Fall ein fairer Einstieg, auch wenn das natürlich keine günstigen Preise sind, aber gerade wenn man das iPhone 12 Mini nimmt und mit dieser Größe vielleicht sogar mehr zufrieden ist, kann man hier auch ein bisschen Geld sparen, einfach dadurch, dass man ein kleineres Smartphone bekommt, muss man auch eben ein klein bisschen weniger bezahlen. Sprechen wir als nächstes über das iPhone 12 Pro und iPhone 12 Pro Max, denn diese wurden natürlich ebenfalls heute auf diesem Event vorgestellt und auch diese bekommen das neue kantige Design, das heißt, wir haben auch hier den gleichen Designsprung wie beim iPhone 12, in diesem Fall aber mit einem Edelstahlrahmen anstelle von Aluminium und einem matten Finish auf der Rückseite mit mattem Glas. Wählen könnt ihr übrigens zwischen vier verschiedenen Farben. Ihr habt die Möglichkeit, Weiß, Graphit, Gold und dieses dunkle Blau zu wählen, welches ja auch schon häufiger im Internet geleakt wurde. Das iPhone 12 Pro kommt übrigens dieses Jahr mit 6,1 Zoll, ist also ein bisschen größer geworden, im Gegensatz zu den vorigen Pro-Modellen mit 5,8 Zoll. Wir haben auch hier ebenfalls das Keramikglas, was bruchsicherer sein soll und ein Super Retina XDR Display als OLED-Panel natürlich mit einer sehr hohen Auflösung. Auch da im Endeffekt das Beste, was uns Apple eben bieten kann. Beim iPhone 12 Pro Max bekommt ihr übrigens ganze 6,7 Zoll im Gegensatz zu 6,5 Zoll bei den vorigen Modellen und hier bleiben übrigens beide Geräte nahezu gleich, was die Größe angeht, also der Formfaktor im Vergleich zum letzten und vorletzten Jahr bei den Pro und Pro Max Modellen ist nahezu identisch auch in diesem Jahr. Übrigens ist natürlich auch das neue Apple MagSafe fürs iPhone-Feature beim iPhone 12 Pro selbstverständlich mit dabei. Das heißt, auch da könnt ihr euer iPhone jetzt drüber laden oder ihr könnt eben die verschiedenen Zubehörteile, die Apple und auch andere Drittanbieterhersteller da nach und nach für anbieten, damit verwenden. Gepowert wird das ganze System natürlich vom Apple A14 Prozessor, der ebenfalls im iPad Air der vierten Generation und auch im iPhone 12 und iPhone 12 Mini steckt. Und dieser sorgt natürlich für ordentlich Leistung. Wahrscheinlich wird das iPhone 12 Pro auch ein bisschen mehr Arbeitsspeicher haben als die normalen iPhone 12 Modelle. Man geht ungefähr von 6 GB aus, bei den anderen Modellen von 4 GB, einfach damit das iPhone 12 Pro noch mehr Leistung bekommt, um zum Beispiel eben die Pro-Kameras verwenden zu können. Da haben wir nämlich auch in diesem Jahr insgesamt drei Stück am Start und zwar alles drei jeweils 12 Megapixel Kameras, einmal eine Ultra-Wide, dann eine Wide, also eine ganz normale Kamera und eine Telefotokamera und natürlich ist auch der LiDAR-Sensor mit dabei, den wir schon aus dem iPad Pro 2020 kennen, der hat jetzt auch Einzug gefunden im iPhone 12 Pro, wie bereits vorhergesagt. Die Fotos, die Apple auf der Keynote gezeigt hat, die mit dem iPhone 12 Pro gemacht wurden, sahen auf jeden Fall sehr vielversprechend aus. Insgesamt ist die ganze Technologie, die dahinter steckt, mit der künstlichen Intelligenz, mit Neural Engine und so weiter, sehr spannend. Und da können wir auf jeden Fall auch in den nächsten Wochen gespannt sein, was denn am Ende wirklich so rauskommt, wenn man denn das iPhone 12 Pro und iPhone 12 wirklich verwenden kann und wie die Fotos dann in echt aussehen. Apple hat übrigens im iPhone 12 Pro die Videokamera noch einmal verbessert, die ja eh schon am Smartphone-Markt eigentlich immer die beste war, denn wir können jetzt mit der neuen iPhone 12 Pro Kamera insgesamt 10-Bit HDR-Videoaufnahmen aufnehmen und das ist natürlich wirklich beeindruckend in so einem kleinen Gerät. Sprechen wir jetzt noch einmal über die Preise und zwar wird das iPhone 12 Pro ab $999 verfügbar sein und das iPhone 12 Pro Max ab $1099 und beide Geräte starten jeweils mit 128 GB, das heißt ihr habt auf jeden Fall für ungefähr den gleichen Preis wie auch im letzten Jahr beim iPhone 11 Pro doppelt so viel Speicher als Einstieg anstatt 64 GB, jetzt 128. Verfügbar ist das iPhone 12 und iPhone 12 Pro, also beide Modelle mit 6,1 Zoll ab dem 23. Oktober und vorbestellen könnt ihr das schon ab dem 16. Oktober, sprich diesen Freitag.
Das iPhone 12 Mini und das iPhone 12 Pro Max dagegen könnt ihr erst ab dem 6. November vorbestellen und ab dem 13. November, also eine Woche später, ist es dann verfügbar. Das heißt, wenn ihr es bestellt, könnt ihr es ab da dann entweder im Apple Store abholen oder es wird dann zu euch geliefert. Das wäre es dann aber auch mit diesem Video und mit allen relevanten Fakten zum iPhone 12 Event mit dem neuen iPhone 12, iPhone 12 Mini, iPhone 12 Pro und iPhone 12 Pro Max und natürlich auch dem HomePod Mini, der auf jeden Fall auch ziemlich interessant ist. Und gerne dürft ihr mir jetzt eure Meinung zu den Geräten unten in die Kommentare schreiben, welches iPhone werdet ihr euch holen. Lasst es mich gerne wissen und wenn euch dieses Video und diese Zusammenfassung gefallen hat, würde ich mich natürlich sehr über einen Daumen nach oben freuen. Und wenn ihr in Zukunft keine Videos zum HomePod Mini, aber auch zu den iPhone 12 Modellen verpassen wollt, dann lasst jetzt gerne einfach und unkompliziert ein Abo da und wir sehen uns dann auch schon im nächsten Video wieder. Bis dahin, macht es gut.